Hey Leute, oh Gott, schnell hier weg. Willkommen zurück zu Max Plays The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Nach der letzten eher peinlichen Folge sind wir heute in Symbrosia wieder unterwegs. Und genau, müssen wir mit den Jungs reden. Rosas Schlüssel öffnet alle Türen, sogar die des Tempels. Ja, das ist der Hinweis. Wir müssen Rosa finden und die, genau, die hilft uns dann. Rosa, die Pop-Prinzessin, hat sich in letzter Zeit viel herumgetrieben. Pop-Prinzessin, ja. Symbrosia Pop. Nicht zu verwechseln mit K-Pop. Oh, das war viel. In Gerüchten ist die Rede von rotem Erz und von blauem Erz. Wenn man beide mischt, erhält man unglaublich festes Erz. Aber das ist ein Geheimnis. Nein, die brauchen wir sogar. Ich weiß gar nicht, wo es sie genau gibt. Ich weiß, dass es sie gibt. Die braucht man, um einen besseren Schild zu erhalten. Da bin ich ja immer ein bisschen Grammar-Nazi, wenn jemand sagt, das Schild, meint aber einen Schild, mit dem man Feinde abwehren kann. Das ist der Schild und nicht das Schild. Symbrosias heiße Quellen, Symbrosias Küste. Hier gibt es was Wichtiges, genau. Hier ist dann dieser Schlüsseldings, wo wir Rosa brauchen. Das war knapp. Nein, die rosa Schleife gibt es noch bestimmt, ne? Eine hübsche Schleife. Tausche sie gegen sternförmiges Erz. Oh, ich habe gar keins. Aber das hier. Seltsame Pfirsichsteine. Ich tausche ihn gegen 20 Erzbrocken. Und 20 Gutkörner. Was meinst du? Ja, okay. Jetzt ein Herzteil. Und das ist Nummer 4. Jetzt kann man endlich 6 Herzteile. Wow! Okay, nice. Dann hier nicht die Mitgliedskarte? Ne, es gibt noch einen Ring. Gibt es den immer? Ein Kernring. Ich tausche ihn gegen 30 Erzbrocken ein. Ja, ja, klar, gerne. Gibt es hier unendlich? Okay, ich weiß nicht, ob es hier unendlich gibt. Interessant, der Preis steigt. Neuerdings gibt es einen Haufen komisches Zeugs im Bazar. Ich denke, es stammt aus dem Tempel. Denke ich auch. Okay. Jetzt nur noch hier unten lang. Hier im Sand findet man ab und an sternförmiges Erz. Ja, das müssen wir halt suchen. Wir brauchen sternförmiges Erz. Die Schleife. Rosas mystische Halskette öffnet jede Tür. Tja, Stars haben die coolsten Spielsachen. Die ist total berühmt hier. Oh. Ich bin Rosa. Meine liebste Schleife ist auf die See hinausgetrieben. Ich wollte den Tempel erforschen, weißt du, aber so kann ich unmöglich raus. Ja, Mensch, du. Alles hier will einen töten, meine Güte. Jetzt müssen wir hier ein bisschen rumbuddeln. Irgendwann, ich glaube, das ist Zufall, oder? Ich werde Rosa etwas Nettes schenken, dann wird sie mit mir gehen. Oh ja, bestimmt. Ja, ich mache es noch ein bisschen so auf Zufall. Und wenn das nicht klappt, grabe ich einfach alles um. Wenn ich doch nur einmal mit Rosa ausgehen könnte, aber wie bringe ich das nur, sie sich für mich zu interessieren? Indem du mir sternförmiges Erz gibst. Ich habe gehört, Rosa hat ihre Schleife verloren. Ich schaue nach etwas anderem, das ich ihr gefallen könnte, ja. Eine Schleife könnte ihr gefallen. Kleiner Tipp. Ah, und ihr so? Ich buddel hier den Sand um. Ich meine, da kriege ich auch ordentlich Erz für. Das ist an sich nicht verkehrt. Muss ich sagen. Erz kann man nie genug haben. Also 999 und dann ist Schluss natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommt wieder so ein Dude, ey. So, also hier ist es nicht gewesen.
mal, ob es hier irgendwie besser ist. Wenn das heißt, manchmal gibt es das, dann klingt es so, als wäre es Zufall, aber wahrscheinlich gibt es das genau in einem... Ah, da ist es! Ja, das vielleicht kann man etwas Besonderes tauschen. Ja, auf jeden Fall. Eine Schleife. Was brauchen wir mehr als eine Schleife, ne? Sehr gut. So, hier. Ja. Ich habe die Schleife. Jetzt gucken wir mal, wenn ich hier wieder reinkomme. Rote Bomben. Ja, die brauche ich. Gut, schnapp die rote Bomben. Du kannst jetzt mehr Bomben tragen. Ich gebe dir noch gratis einige Bomben. 30 Bomben. Okay, cool. Das wollte ich auch. Und gibt es jetzt noch die Mitgliedskarte oder sowas? Den Gacha-Kern. Ha, guck mal, gegen 40. Das ist die Frage. Nein, okay. Okay. Okay, wie hoch geht das? Ich glaube, hier gibt es später diese Mitgliedskarte, die man braucht für einen anderen Shop. Okay, der hat jetzt nur noch Duftkerne. Nein. Bin ich mal gespannt. Okay, also ich muss Duftkerne haben und mehr Erz. Okay, Duftkerne habe ich nämlich momentan nämlich auch nicht. Okay, okay, aber das heißt... Okay, ich habe jetzt jede Menge Ringe gekauft. Der Shop ist nämlich nicht unendlich. Und gerade auch die Gacha-Kerne sind natürlich auch immer gut, welche zu haben. Ich würde mich da mal informieren, hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich hier weitermache, mit diesem Kern, den ich da nahe des Endgegners quasi gepflanzt habe, ob welches Level das ist, weil dann könnte man dort gelegentlich vorbeischauen und gucken, dass man diese hochleveligen Ringe farmt und eventuell sogar ein Herzel. Oh, eine hübsche Schleife, ein Geschenk, klar. Wow, danke, ey. Weil du so nett bist, möchte ich dir mit dir gehen. Komm, wir sehen uns mal diesen Tempel an. Hehe, ihr Loser. Rosa will mit mir gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes gehen. Das war einfach Richtung Norden, ne? Also dann hier so. Genau. Diesen Markt merken wir uns mal auf jeden Fall. Dum, 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 da, 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 dum, 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 dum. Na, ist ja diesen Schlüssel. Oh. Ging sie überall zum Tempel runter? Ich bin mir nicht sicher. Und wir haben jetzt eine Abkürzung freigeschalten. Ja, hier geht's auch zum Tempel. Zwischendurch immer mal ein bisschen buddeln. Von Erz. Ich meine, 100 Erz haben wir jetzt erstmal für das, was wir jetzt akut brauchen. Wo war das mit dem Schlüssel? Irgendwo brauchten wir den Schlüssel hier nicht. Dann war das irgendwo links. Was wollte ich sagen? Erz brauchen wir jetzt akut nicht. Also beziehungsweise brauchen wir dann schon für... Was es danach gibt. Ach du meine Güte, Schieberätsel. Wo müssen wir denn hoch? Da, okay, es gibt überhaupt kein Schieberätsel. Aber danach gibt es ja irgendwann diese Mitgliedskarte und die kostet wahrscheinlich auch nochmal ordentlich
Erz. Aber okay. Wenn wir das nächste Mal hier sind, kaufen wir da wieder mehr ein. Du bist... Da bist du, ehrenwerter Held. Ich bin der Geist des Sommers. Der Sommer lässt kletternde Ranken wuchern und Flüsse austrocknen. Merke dies. Hyrulianische Legenden berichten, der Bezwinger des Bösen trage ein Triforce auf seiner linken Hand. Möglich, dass du der Held bist. Nun, ich gebe dir die Kraft des Geistes des Sommers. Auf geht's. Jahreszeiten wurde die Wärme des Sommers verliehen. Erklettere einen Baumstumpf, um den nächsten Sommer herbeizurufen. Ja, danke. Und jetzt wieder zurück. Und mit dem Sommer können wir ins nächste Dungeon gehen. Und mit dem Sommer, ne, wer es sich gemerkt hat, letzte Woche, können wir auch diese Truhe da erreichen. Da möchte ich auf jeden Fall erstmal hin. Bevor ich sowas vergesse, ne? Ich vergesse ja gerne solche Sachen. Man findet hier keine Duftkerne in Symbrosia. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich Duftkerne dann dafür brauche. Jetzt haben wir auch die Abkürzung wieder. Oh, nehmen wir mit. Mal ein bisschen buddeln beim Gehen, ne? So, und da Eingang hier war bei dem Vulkan. Der Vulkan war hier. Hier und dann hier. So, tschüss. Das ist auch Dimitri. Jetzt muss man hier zurück, ne? Vor allem können wir jetzt 30 Bomben tragen, das ist ziemlich nice. Oh ja, genau. Oh, ein Duftkern. Wie viele Duftkerne? 5. Da bin ich jetzt kurz überlegt, wenn ich jetzt... Oh. Das könnte schwierig werden, hier noch Sachen zu bekommen, ehrlich gesagt. Und Ring. Und sie nimmt den Ring zuerst. Och Mann. Mann. Nimmt sie den Ring echt zuerst, ne? Blöde Kuh. Gab es jetzt hier irgendwo einen Baumstumpf? Nee, ne? So richtig. Beziehungsweise, wenn ich nach rechts gehe, gab es da einen Baumstumpf? Wenn ich es hier Winter mache, ne? Könnte ich da... Achso, okay, hier gibt es dann... Hier ist Jahreszeitenwechsel immer bei solchen Gebieten. Okay. Okay. Ich habe hier nicht jede Menge Kerne. Beim letzten Mal, ne? Jetzt habe ich theoretisch genug. Ne, die hat sie mir abgenommen. Okay. Ich gucke immer noch, ob es hier ein Baumschiff gibt, aber ich glaube nicht. Ne, da hinten kommt man nicht rum. Da müsste ich springen können. Das kann ich noch nicht. Wie gesagt, noch nicht. Na, jetzt müssten wir eigentlich auf die andere Seite zurück, hier rechts. Okay, da geht's sogar. Das ist praktisch. Nee, ich drücke immer den falschen Knopf, ne? So, und jetzt gehen wir da unten hin, wo diese Truhe war.
und lassen Ranken wachsen. Hier gab's doch, oder? Gab's nicht einen Baumstumpf? In der Nähe? Oder muss man den dann nehmen für Dingsbums? Hier ist dann Jahreszeitenwechsel, naja. Okay. Nimm das zurück. Müssen wir doch da unten den nehmen. Wir haben jetzt noch ein paar Pegasus-Dinger. Eventuell hätten wir die gar nicht gebraucht. Eventuell schon. So. Wir gehen jetzt nicht in den Dungeon, wie gesagt. Ich möchte erstmal da hoch. Eventuell hätte ich auch das Tauschgeschäft in Subrosia voranbringen können. Der Eisenkessel ist für so einen subrosianischen Koch. Ich erinnere mich an keinen Koch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch dumm. Weil ich nebenbei quatsche, ne? Ich wollte keinen Winter. Jetzt ist die Frage, wie weit der Winter geht, ne? Wenn der Winter bis da unten hält, wäre das gut. Ja. Ja, Baby. Wusste ich's doch. Die roten Bomben sind auch irgendwie stärker oder so, aber das sind einfach mehr Bomben, ne? Ich meine, ich beschwere mich nicht. 30 Bomben sind ganz schön cool. So, jetzt aber. Was gibt's hier? Oh, eine Truhe. Oh! Aha. Wir erinnern uns an diese Ruinen. Ich erinnere mich. Das ist immer noch eingefroren. Okay. Aber ja, zumindest haben wir das jetzt schon mal. Das ist natürlich nice. Ich bin mir nicht sicher, ob das hält, sozusagen, so lange, aber dem ist so. Was ziemlich cool ist. Und jetzt machen wir dann den Sommer für diese Ranken dort, ne? Cool. Ja, gefällt mir total. Jetzt haben wir da noch so ein Juwel gefunden, ohne dass ich es wirklich bewusst wusste, dass es dort ist. Ja, Herz nehmen wir mit. So, jetzt im Sommer aber. Was ist denn dein Geheimnis? Link, du bist mein Ehrenkunde. Nimm dieses Geschenk. War so. Wir müssen auch noch Schilder kaputt machen. Fällt mir gerade ein. Es gibt einen Ring. Wenn man eine bestimmte Anzahl den Schildern kaputt gemacht hat. Also, ab sofort Schilder kaputt machen. Ich glaube, wir machen auch 100 kaputte Schilder. Gut, das müssen wir uns mal merken, weil, wie gesagt, diese Schilder machen sich nicht von alleine. Gut, und ich würde sagen, ich gucke mal auf die Uhr, wir machen das auch noch. Gift-Motten-Höhle. Das ist ja das dritte Dungeon, das dürfte jetzt erstmal noch nicht so schwer sein. Also brauchen wir ein Schild. Wenn man sich auch besser anstellen würde, dann wäre das nicht so schwer. Was gibt's jetzt? Ah, da geht die Tür auf. Okay. Kann grob erahnen, was hier so geben wird. Na, die Sprungfeder.
gerade mit dieser Sprungfeder kann man dann auch noch richtig gut Sachen machen. Okay. So, Eule, was sagst du? Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stacheliges. Ach, das war einfach nur der Hinweis, wie man da jetzt durchkommt. Gut, das haben wir auch schon selber rausgefunden. Vielen Dank. Mit den Schildern hochkriegen ist natürlich das Problem, dass man dann das auf B haben muss. Und B ist normalerweise immer mein Schwert. Ja, habe ich gedacht. Ich erst dachte, ich muss das mit dem Gameboy spielen. Es spielt sich doch ganz okay mit dem... Okay. Muss man die verschieben, ne? Das kann man nämlich auch. Das, was man sonst nicht unbedingt macht und auch nicht lernt. Okay, hier geht's nach oben. Gucken trotzdem erstmal nach rechts. Ah ja, okay. Ich erinnere mich. Da brauchen wir dann die Pegasus-Dingsies. Ich wurde geplättet. Das habe ich auch noch nie gesehen. Dass es dafür eine extra Todesanimation gibt, ist ja lustig. Lustig. Okay, sehr gut. Und jetzt brauchen wir Pegasus. Ah, man muss drüber springen können. Okay, dann nützt uns Pegasus überhaupt nichts. Verstehe, verstehe, verstehe. Schps. Okay, das ist das erste Dungeon mit zwei Leveln, okay? Ihr könnt nur mit... Okay. Die kann man auch mit Bomben töten, aber so ist es natürlich einfacher. Lustig, wie die Kettenhunde dann doch bei Zelda auch Einzug halten. Warum gibt es hier Bomben? Warum sieht der Boden da drüben so verdächtig aus? Jetzt haben wir jetzt mal die Karte hier. Okay, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus hier. Ein paar Herzen hätte ich gern. Auch meistens gibt es immer Duftkerne, sind auch sehr gern gesehen. Auf ein Herz, ne? Ist besser als nix. Na, so geht's natürlich auch. Ah ja. Ach nein, man muss das schieben. Moment. Ich muss kurz drüber nachdenken. Okay, ich hab's. Doch nicht. Den nach rechts hier habe ich verloren. Warum muss das immer so schwierig sein? Ich hätte gedacht, so, so, so. Das bringt uns nichts.
Ah, es wäre. Okay, das ist natürlich viel einfacher. So. 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 Das war dumm. Okay, bis auf das letzte war's gut. Also nochmal. So, so, so. So. Jetzt haben wir es eigentlich, wenn ich den jetzt nochmal unten mache. Genau. Uff, okay. Mal kurz ein bisschen die grauen Zellen anstrengen. Okay, welche Kerne? Was passiert eigentlich? Okay, nichts. Okay. Gefällt mir doch nicht, wie mein Leben hier aussieht. Kann hier auch runterspringen wahrscheinlich. Oh ja, genau. Oh Mann, das ist doch irgendwie schon wieder. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Oh. Jesus. Auch keinen. Oh boy. Mann, 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 Mann. Bin ja auch gestorben dabei. Zumindest haben wir jetzt die Feder. Ich habe noch ein paar andere Sachen erkunden. Na, guck an. Aua. Ah ja.
Okay, cool. Hui, das war knapp. Gucken wir uns gleich nochmal. Oh. Manchmal zu ungeduldig, ne? Dann. Deswegen sterbe ich dann, weil ich zu ungeduldig bin. Einfach ganz geduldig zu Ende machen hier. Warten, bis die Plattform kommt. Ne? Easy. Warum nicht gleich so? So, Eule, was sagst du? Springe auf und hoch hinaus zu gelangen. Yeah. Man erkennt das an diesen Bodendingsies. Okay, da gibt es auch noch welche. Wo man das hin verschieben muss. Ne, da unten kann man es auch hinschieben und dann gibt es von dort aus weiter. Okay. Aua! Jetzt wird es ja schon wieder hier stachelig. Hey, Stachelhöhle oder so nennen sollen. Höhle des stacheligen Todes. Oder sowas. Aha. Also wenn ich hier mal knall, ich wahrscheinlich nur an die Decke. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was dieses Ding da zu bedeuten hat. Da muss das Ding hin. Mhm. Das kriegen wir auch hin. Guten alten Schieberätsel gibt es bei Zelda, gibt es bei Pokémon, ne? Man kennt sie, man liebt sie. Bei Pokémon haben sie noch irgendwie übertrieben teilweise. Wenn ich da an manche Schieberätsel denke, kriege ich irgendwie das Grauen. Ah, ich habe kein Schwert. Ich brauche eine Waffe. Also mit Herzen haben sie echt nicht so. Das war knapp. Jetzt gibt es wieder dieses schöne Geräusch. Aha. Aber was? Was haben wir denn jetzt hier wieder? Das verstehe ich nicht ganz. Komm, gib mir ein Herz. Danke. Zumindest hat er mir doch gesagt, es gäbe da noch ein Herz. Ein Herz, eine Truhe.
Wahrscheinlich muss man die dann von der anderen Seite. Von hier kommt man nämlich nicht ran. Ja, okay, okay, okay. Verstanden. Aber die Herzen, die hier drunter liegen, hätte ich gerne. Komm, hier gibt es bestimmt noch Herzen. Bomben. Beim letzten Mal gab es hier zwei Herzen, ne? Danke. Okay, es liegen immer die Herzen unter dem gleichen Zeug. Ist immer gut zu wissen. Da rechts sind wir ja vor uns rüber. Glaube ich zumindest, ja. Und jetzt gehen wir halt hier rüber. Da müssen wir dann gleich wieder die Hände killen. Ich weiß gar nicht, dass sie quasi begrenzt wiederkommen. Das gewusst beim einem Dungeon, wo die waren, dann hätte ich mir da viel Ärger erspart. Vor allem, wenn man jetzt die falsche macht, es natürlich auch super. Die könnte man noch retten. Glaube ich. Oder? Nee. Dann komme ich nicht mehr durch. Ich hoffe, die Gegner spawnen jetzt nicht wieder. Hätte mich jetzt nicht gewundert, ehrlich gesagt. So, wieder mal Schieberätsel. Wenn man das schon mal gemacht hat, ist es super aufregend. Okay, oben gibt es nicht mehr viel. Okay. Naja, hier könnte man drüber springen. Das war der Trick da. Brauchen wir einen Schlüssel. Naja. Ja. Okay. Next. Kriegt man echt, wenn man die noch irgendwie dumm berührt. Echt eine Million Schaden, ey. Okay. Okay, okay, okay. Ja, damit könnte man zum Endgegner kommen. Verstanden, aber vorher gibt's halt. Was sagt er hier, der Kollege? Im Wasser ist es unverwundbar. Ah, das ist wahrscheinlich ein Hinweis auf den Gegner. Auf den Endgegner. Okay, wir müssen von da oben irgendwie runterspringen. Alles klar. Okay, okay, okay. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Wahrscheinlich durch den Teleporter da. Zum Anfang zurück. Wie man das schön beim Digimon-Film kennt. Zum Anfang zurück. Oh ja. Die Rubine nehme ich mit. So. Und jetzt da rüber. Und jetzt. Können wir es mehr hoch. Und eins runter. Und dann. Müssen wir. Ach, sag an, das wäre richtig gewesen, ne? Ja. Gut, einfach das machen, wie das Spiel einleitet, ne? Das
Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Aber ist okay. Gut. Haben wir jetzt gelernt, dass es da Herzen sind, ne? Nehmen wir mit. Und gehen wir wieder doch dahin. Ja, heute eine längere Folge, weil ich mich mit dem Dungeon noch ein bisschen aufhalte hier. So. Jetzt hätte man das gleich sinnvoll richtig machen können. Nee, warte. Moment. Doch hier, ne? Ja. Genau, da kommt man hier hoch. Und hier geht es wahrscheinlich noch rüber zum Endboss. Und hier müssen wir weiter. Genau, hier. Okay, okay. Puh, gut, dass man automatisch springt. Genau, und jetzt kann man hier runterfallen. Und... Uah! Sag jetzt mal nichts, ja? Irgendwie verstehe ich es nicht. Also ich muss da schon lang, ne? So ist nicht. Aber wie soll ich da rüberkommen? Irgendwie nicht in mein kleines Gehirn. Lass mich mal nachdenken. Okay, dann einfach so. Gut. Dass wir darüber gesprochen haben. Oh Mann, ey. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall noch die... Oha! Drei Herzen wollte ich hier sagen, dass wir dann voll sind, aber wenn wir natürlich... Dumm ist wie Brot oder so, dann kann man natürlich auch nochmal ordentlich Schaden kriegen. Es gab hier nur drei Herzen, aber hier gab es nur noch ein Herz. Genau, das nehmen wir noch mit. Bevor es jetzt zum Dungeon-Boss geht. Mal gucken, ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Boss war. Und das wäre dann auch das Ende dieser Folge. Ne? Da haben wir auch wieder ordentlich, ich will nicht sagen überzogen, aber ja, hätte ich jetzt vor dem Dungeon beendet, wäre es irgendwie lame gewesen. Muss ich jetzt mal zugeben. Lass mich in Ruhe. Danke. Aber jetzt noch voll. Das war überhaupt nicht knapp. Das war genau kalkuliert. Halte mich zurück. Uiuiui. Oh. Puh.
Ne, beenden wir das mal mit noch einem ziemlich knappen Kampf. Du erhältst die helle Sonne, eine Essenz der Natur. Junge Sprösslinge wachsen schnell unter dem warmen Strahlen der heiligen hellen Sonne. Nicht der heiligen. Uff. Sag ich mal nur, uff. Aber einiges geschafft. Mit heute und letzter Episode haben wir echt viele dieser Gasha-Kerne gepflanzt, einen Haufen Ringe gekauft, Dungeon gemacht. Ah, danke, Link. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Eventuell. Eventuell auch nicht. Wer weiß. Oh, das war ein bisschen Krampf im Dungeon, muss ich sagen. Da war ein bisschen mein Gehirn nicht so schnell. Aber egal, wir haben es geschafft. Und nächste Woche geht es einfach fröhlich weiter auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Beziehungsweise möchte ich auch mal die ganzen Ringe mal identifizieren lassen, sage ich mal, also hier schätzen lassen und diese Gasha-Nüsse durchgehen. Da gucke ich jetzt gleich mal im Anschluss offscreen, welches Level dieser Gasha-Kern-Dings vom Endboss hat. Weil wenn der cool ist, dann werde ich mir den holen und direkt einen neuen dort einpflanzen. Aber okay, an der Stelle erstmal wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!